Und ich werde darauf schlafen. Ich werde sie mir ins Wohnzimmer legen. Ich werde meine Familie darauf runterbringen. Wenn ihr wissen wollt, wieso, schaut euch die letzten drei Sendungen an und folgt in dieser Sendung ganz genau. Denn jetzt kommt so ein Thema namens Biophoton. Also durch die negativen Ionen können wir Wasser regenerieren, die Zellkanäle in den Zellwänden öffnen sich und die Gifte werden vermehrt ausgespült. Wir können den Stoffwechsel optimieren. Die intrinsische Entgiftung, also die automatische Entgiftung des Körpers, wird dadurch grundlegend einfach verbessert. Und dann hatten wir noch was, Schutz vor Elektrosmog. Sensationell, erzähl, das ist ja auch ein Riesenthema. Genau, auf jeden Fall. Also da kann man auch wirklich den ganzen Tag drüber reden, nur über Elektrosmog. Yeah. Die infrarote Strahlungswärme, das haben japanische Wissenschaftler herausgefunden, wirken als Gegenmittel gegen die Effekte elektromagnetischer Felder. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Teil 4, eine Never-Ending-Story, nämlich Vittori. Schön, dass du da bist, Sebastian. Wir haben in den ersten Sendungen die Geheimnisse eurer Mathe mal ans Licht gebracht. Wir haben sie entmystifiziert, weil sie sieht so unscheinbar aus. Eine wunderbar designte Kristallmatte. Aber was das Ding alles drauf hat, hat mich selber wieder vollkommen euphorisch gemacht. Du siehst, ich bin immer noch komplett aus dem Häuschen, weil ich freue mich schon wieder selbst auf meine Vittori-Matte, die ich schon längst getestet habe, aber jetzt auch zu mir nach Hause bestellt habe. Und ich werde darauf schlafen. Ich werde sie mir ins Wohnzimmer legen. Ich werde meine Familie darauf runterbringen. Wenn ihr wissen wollt, wieso, schaut euch die letzten drei Sendungen an und folgt in dieser Sendung ganz genau, denn jetzt kommt so ein Thema namens Biophotonen. Fritz Albert Popper hat das Thema wunderbar untersucht. Sebastian wird ein bisschen einleiten. Was sind Biophotonen, Sebastian? Ja, was sind Biophotonen? Da hast du schon genau richtig angefangen. Der Professor Dr. Fritz Albert Popp hat in den 70er Jahren herausgefunden, dass unsere Zellen über Licht kommunizieren. Und das Licht nannte er Biophotonen. Und Licht ist Leben. Also wir brauchen Licht in unserem Körper, damit unsere Zellen funktionieren können, damit unser Organismus genau das macht, was er machen soll, nämlich funktionieren, uns am Leben erhalten und uns Kraft schenken. So, und normalerweise nehmen wir Biophotonen über die Sonne auf oder über frische Nahrungsmittel und beides steht uns durch unsere moderne Lebensweise, die wir heute leider führen, mehr oder weniger nicht mehr im ausreichenden Maße zur Verfügung. Nicht jeder geht mehr stundenlang nackig raus, legt sich die Sonne, lädt sich auf. Und vor allen Dingen im Winter nicht, weil es sehr schwierig ist bei den Temperaturen hier in Deutschland. Ne? Und frische Nahrungsmittel haben auch leider nur noch die wenigsten. Die wenigsten gehen Wildkräuter einsaften. Die wenigsten haben eigene, vielleicht noch Ursorten oder Teile davon im eigenen Garten ohne Pestizide, sondern es wird alles nur noch im Supermarkt gekauft. Und da ist ja nichts mehr davon drin. Also schon gar nicht von den Biophotonen, von den na, Nährstoffen brauchen wir auch nicht so reden. Im Bioladen sieht es noch ein bisschen anders aus. Da ist alles noch relativ frisch, aber auch nicht so optimal, wie es sein könnte. Deswegen, entweder kauft man den ganzen Bioladen leer oder man legt sich einfach auf irgendwas drauf, was so Biophotonen bildet und den Körper damit auffüllt. Ne? Und zusätzlich wird dieses Licht auch noch reduziert durch die Pestizide, Umweltgifte, all den schlimmen Sachen, die wir heutzutage ausgesetzt sind, 5G, Stress, psychisch, ist ja jeder anders belastet. Ne? Dadurch wird das Licht umgesetzt. Wunderbar. Ich mache mal ein kleines Beispiel, damit die Leute sich das Bild vorstellen können. Wir nehmen jetzt mal eine Zelle, eine Krebszelle oder nehmen wir eine degenerierte Neurone, eine Nervenzelle, weil Nervenerkrankungen haben wir bis jetzt noch gar nicht groß definiert oder besser gesagt thematisiert, ein Riesenthema sind. Dr. Dietrich Klingert und Dr. Joachim Mutter, also die führenden Toxikologen und Umweltmediziner, warnen davor, dass die Zahl der neurodegenerativen Erkrankungen jetzt so stark zunimmt, dass sie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Schatten stellen wird. Dass Krebs hier durch diese Matte therapiert wird, ist uns allen jetzt klar geworden durch Infrarot, durch negative Ionen, Biophotonen und alles, was wir hier ins Detail besprochen haben, weil eine wuchernde Krebszelle natürlich Informationen fehlen. Ihr fehlt Wärme, ihr fehlt Nährstoffe, ihr fehlt eine entsprechende Zellspannung. Und das haben wir in der letzten Sendung alles wunderbar dokumentiert, dass die Vittori-Matte die Selbstheilungskräfte dahingehend anregt, dass genau das mit den Zellen wieder passiert. Jetzt kommen wir aber auf meine Nervenzelle. Gucken wir uns mal eine Nervenzelle an. Die braucht erstmal einen sauberen Impuls,
der ankommt und der weitergeleitet wird. Das heißt, da geht auch viel über Lichtimpulse. Wenn diese Nervenzelle also geschädigt ist, also nicht, der Körper nicht warm genug war, dass die Zelle ihren Stoffwechsel betreiben kann, das Magnetfeld der Zelle nicht mindestens bei minus 70 Millivolt ist, damit die Zellspannung gehalten werden kann und diese Zelle nicht ihre Aufgabe erfüllen kann, was passiert? Meine Denkprozesse verlangsamen, Alzheimer-Demenz, Morbus Alzheimer, dann aber auch vor allem Sachen wie MS, Parkinson und ALS, die schlimmste Krankheit, die man überhaupt haben kann, amyotrophe Lateralsklerose, sind Sachen, die auf neurodegenerativen Prozessen beruhen. Und die können wir einerseits dadurch umkehren, indem wir ihnen die Ursache nehmen, das heißt Elektrosmog, das heißt, wir sind bioelektrische Wesen, das heißt auch hier drumherum, die ganzen Steckdosen, ja, die ganzen sonstigen giftigen Felder, die hier sind, all das wirkt auf unser Nervensystem ein. Und wenn das nicht intakt ist, dann funktioniert die Zellkommunikation nicht. Und da kommen wir zur Biophotonlichttherapie, weil die führt dazu, dass die Zellen wieder wunderbar miteinander kommunizieren. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, Biophotonen in den Körper gebracht, führen dazu, dass Krebszellen auf einmal aufgelöst werden, weil sie wieder von ihren Nachbarn Informationen bekommen, hey, fang doch deinen Stoffwechsel wieder an oder hey, du musst doch nur dieses entgiften oder hey, wir werden gerade angegriffen, fahr doch deine Immunleistung hoch. Es hat ganz viel mit Zellkommunikation zu tun. Eine Zelle hat in einer Sekunde 100.000 biochemische Prozesse und das wird alles durch Licht gesteuert. Wenn also kein Licht im System ist, keine Kommunikation, kein Zellstoffwechsel, also kein richtiger, oder? Genau so sieht's aus. Ja, also wir haben dadurch eben die Information, die durch alle Zellen fließt, können dadurch mehr Energie erzeugen, sind einfach widerstandsfähiger gegen Krankheitserreger, eben weil alles wieder funktioniert. Ne? Immunsystem hochfahren, wir werden angegriffen, sowas, was du alles schon gesagt hast. Der Stress kann reduziert werden, wir können uns einfach besser konzentrieren, wir können uns besser runterfahren. Wir sind nicht mehr so gefangen im Kopf, ne? Können Sachen auflösen. Wir können Heilprozesse dadurch beschleunigen, dass der Körper eben genau weiß, wo was passiert, wenn wir uns irgendwo geschnitten haben, dass nicht erst Blutvergiftung oder so zustande kommt, sondern kann gleich Heilprozesse einleiten, damit das nicht erst passiert. Dann können wir Allergiesymptome lindern. Wow. Stoffe, auf die wir allergisch sind. Da können wieder Informationen richtiggestellt werden und verbessert werden, damit wir eben dadurch darauf nicht mehr so sehr reagieren. Dann Hormonkreisläufe können harmonisiert werden. Wir sind in der Stimmung sehr viel besser. Also wir sind besser drauf. Stimmungsaufhellend wirken auch die Biophotonen, wenn alles gesättigt ist damit. Dann können wir die Schlafqualität natürlich auch wieder dadurch verbessern. Also wieder mal der Punkt Schlaf verbessern. Immer ineinander. Ja. Und wir können auch dadurch den Elektrosmog harmonisieren. Und darauf können wir gleich nochmal speziell drauf eingehen, was denn, wie wir Elektrosmog denn mit der Matte entgegenwirken können. Und auch ganz großer Punkt, auch eine eigene Folie dazu, Ordnung der Darmbakterien und Harmonisierung des Mikrobioms. Super. Also die Darmgesundheit. Ja. Genau. All das kann durch die Biophotonen verbessert werden. Wahnsinn. Super. Und jetzt lass uns doch mal auf die nächsten Folien schon eingehen, weil das Thema ist so weitreichend. Jetzt, da denkt ja keiner jetzt an Hormonveränderungen oder Darmveränderungen durch Biophotonen, aber das können wir wunderbar anhand der Folien, die du ja noch vorbereitet hast, darstellen. Dann ist es tatsächlich so. Wir sehen oftmals die eigenen Effekte als isoliert. Zum Beispiel, ich nehme Biophotonen, aber mein Gedächtnis ist vielleicht besser oder die Zellkommunikation, aber dass das so weitreichende Implikationen hat, dass wir dadurch einfach eine bessere Darmgesundheit entwickeln oder die Haare nicht mehr ausfallen oder wir, weil es ja alles auch hormonbedingt ist, oder wir als Frauen nicht mehr so starke Stimmungsschwankungen haben, weil das berichten mir gerade sehr viele Frauen, dass sie nicht mehr in ihre Mitte kommen durch die ganzen verschiedenen Reize und sie ja noch viel sensibler auf das Umfeld reagieren, dass man dafür ausreichend sorgen kann. Ja, da können wir als erstes zum Beispiel auf die Entgiftung eingehen. Ja. Wenn du entgiftest, wenn du die ganze Zeit gut entgiften kannst, weil es eben dem Körper jetzt wieder möglich ist und nicht mehr alle Gifte irgendwie einschließen muss in irgendwelche Fettzellen oder wo auch immer, dann geht es einem schon sehr viel besser und man ist nicht so belastet, nicht so vermüllt. Ne? So wie es hier auf der Hintergrundfolie, wir räumen quasi den weg.
Wir können durch die Infrarotiefenwärme zum Beispiel die Gifte direkt aus dem Körper ausschwitzen. Die Zellen können dadurch besser regenerieren und können entgiften. Also durch die negativen Ionen können, die sind besonders wichtig, haben wir auch besprochen, für die Zellneubildung und für die Öffnung der Zellkanäle in den Zellwänden, können wir besser regenerieren, die Zellen besser regenerieren und die können dadurch besser entgiften. Die Zellkanäle in den Zellwänden öffnen sich und die Gifte werden vermehrt ausgespült. Wir können die Durchblutung erhöhen durch die Infrarotiefenwärme und durch die Magnetfeldtherapie und dadurch den Sauerstofftransport erhöhen. Und wir können den Stoffwechsel optimieren. Die intrinsische Entgiftung, also die automatische Entgiftung des Körpers, wird dadurch grundlegend einfach verbessert. Also die Entgiftung wird auf allen Ebenen im Körper erhöht durch all diese alternativen Therapieformen, die wir hier vereint haben. Die greifen auch alle ineinander. Exakt. Ich kann dir noch ein weiteres Geheimnis verraten. Und zwar bin ich hier gerade bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Und bei mir ist Arbeit gleichzeitig mit Entspannung gleichzusetzen. Das heißt, ich habe hier eine Seragym Infrarotliege, die man ausfahren kann und sich dann darauf mit Edelstein massieren lassen kann. Die kostet 3.000 Euro. 3.000 noch was. Und jetzt überlegt mal, Leute, die Vittori-Matte, was die alles drin hat. Ich will Seragym nicht schlecht reden, das hat mir für Jahre lang gedient, ist immer noch ein gutes Produkt. Aber wenn ich in Zukunft die Wahl habe, lege ich mich auf diese Liege oder lege ich mich jetzt auf die Vittori, muss ich leider sagen, Vittori ist praktikabler, weil hier drauf kann ich nur liegen und kann dann nicht gleichzeitig Fernsehen schauen oder schlafen, sondern ich muss dann mich auf diese Sache konzentrieren. Und das ist in meinem Alltag mit zwei Kindern und all dem mittlerweile etwas schwieriger geworden. Deswegen bin ich so dankbar, dass das Universum mir euch zur Verfügung stellt, weil die größten Entgiftungsexperten, das heißt Florian Sauer, das heißt Dr. Brian Clement aus Amerika, der Leiter des Hippocrates Health Institute, sagen, man muss jeden Tag mindestens 10 bis 15 Minuten schwitzen. Deswegen habe ich hier auch so eine Kuscheldecke, die sonst nicht zu empfehlen sind, so eine billige, also was heißt billig, so eine Plastikdecke, die aber in dem Fall gut ist. Ja, die sind so natürlich, die wird nicht als Plastik aufgemacht, aber ihr wisst, was ich meine, diese warmen Kuscheldecken, die über die, also auf die Vittori-Matte legen, dann diese Kuscheldecke über euch legen und dann habt ihr einen Sauna-Effekt. Das heißt, ihr kommt richtig ins Schwitzen und der Schweiß läuft runter. Und ganz wichtig, legt euch auf die Vittori-Matte ein weißes Bettspanntuch, weil durch das weiße Material, deswegen habe ich auch immer weiß an, weil ich die ganze Zeit zu Hause auf diesen Matten bin, durch die weiße Farbe oder den weißen Stoff geht die Infrarote ideal durch. Wenn ihr etwas dunklere Sachen habt oder schwarze Sachen, kommt es nicht so gut durch. Und dann habt ihr eine bessere Entgiftung. Und dann liegt ihr da drauf, und das habe ich schon in der ersten Sendung erklärt, habt ihr eine 7-mal höhere Giftausscheidung. Und jetzt überlegt mal, wo gehen die Gifte schneller raus? Nehmen wir an, ich habe hier Gifte eingespeichert. Oder besser gesagt, realistisch, Quecksilber und Schwermetalle werden immer am weitesten weg vom Herzen eingespeichert. Das heißt, Füße, Hände sind am meisten betroffen. Wenn ich also jetzt hier einen Giftstoff habe, nehmen wir mal Quecksilber. Ja, ich hatte eine Amalgamfüllung, der Körper hat zum Glück das Quecksilber nur hintransportiert und ich habe nur leichtes Kribbeln oder Taubheitsgefühle und weiß aber, ich bin Quecksilber vergiftet. Jetzt habe ich Folgendes. Das Quecksilber, bis das in meinen Darm diffundiert, hier lang geht, etc. und auf den Weg tausende verschiedene Störungen verursacht, ALS, Multiple Sklerose, Entzündungen, Darmbakterien tötet, um dann ausgeleitet zu werden über Darm, Leber, Niere und dann über den Anus und alles kaputt macht auf dem Weg. Was ist wohl schneller? Dieser Weg oder der Weg hier raus, über Schwitzen? Leute, die Schwermetalle konnten gemessen werden. Das heißt, wenn ich da drauf liege auf die Vittori-Matte, dann schwitze ich das direkt hier raus. Und das ist die Erleichterung, die ihr habt. Danach gehe ich duschen, dann lege ich mich hin, entspanne mich schön und dann habe ich eine Entgiftung, Leute, sondergleichen. Deswegen empfehlen die größten Entgiftungsexperten. Dr. Brian Clement hat 200.000 geheilte Krebspatienten aufzuweisen. Wenn solche Leute was sagen und wenn diese Therapien so gut dokumentiert sind, dann kann ich jedem sagen, der es nicht macht, der hat es ja nicht mal alle im Kasten. Weil alle anderen Entgiftungsmethoden, ich esse jeden Tag nur Wildkräuter, ich ziehe mir meine Sprossen, ich gehe raus in die Sonne, ich laufe barfuß, Leute, aber es bringt alles nichts. Ich mache auch Sport, aber jeden Tag 10 Minuten so intensiv zu schwitzen, dass ich die ganzen Toxine ausleite, die da draußen runterkommen, Leute, die hier drin in den Innenräumen sind. Es ist einfach unrealistisch. Und deswegen sage ich jedem, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und da ihr noch lange auf diesem Planeten leben sollt, Nacht profitiert von solchen genialen Sachen, Leute, preisgünstiger, einfacher, komfortabler und freundlicher ist es nicht möglich. Also das, was Vittori da auf die Beine gestellt hat, Sebastian, ganz großes Lob. Ich weiß nicht, woher diese ganze Impulse bei euch kam, aber für mich eine göttliche Fügung, dass es jetzt zu dieser Zeit gerade jetzt so ein System rauskommt,
bahnbrechend. Ja, vielen Dank. Das ist auch eine Geschichte dann, die dahinter hängt. Also meine beiden Großeltern waren Allgemeinmediziner. Denen geht es heute auch überhaupt nicht gut. Aha. Also das hat auch in meinem Kopf was bewegt und dass Schulmedizin ja wohl doch nicht so das Richtige ist. Ja. Ne? Ja, und dann aber einfach immer mehr alternative Therapieformen kennengelernt. Ich mit meiner damaligen Freundin. Und dafür waren wir auch sehr dankbar, haben ganz viel ausprobieren können. Und dann kam einfach dieser Gedanke, hey, wir waren auch im Vertrieb für verschiedene Firmen, weil wir das alles total gefeiert haben. Und dann kam der Gedanke, hey, wir müssen jetzt das alles, was wir so kennengelernt haben, in ein Produkt packen. Mega. Dann haben wir uns Leute gesucht, die uns dabei unterstützen können. Und dann kam die Vittori Kristallmatte. Mega. Also ganz im Ernst, Gott sei Dank, dass du diese schlechten Erfahrungen gesammelt hast, so leid es mir tut, aber dass das da rausgekommen ist, ist einfach bahnbrechend. Ich glaube, die Vittori-Matte wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten hier in Deutschland eine krasse Veränderung, weil sie eben so simpel, so einfach anwendbar, so praktikabel, so günstig und so harmonisch ist, dass ich denke, weil wir kennen ja alle die alten Sachen, Bema und Seragym und alles, die sind einzeln für sich tolle Produkte, gar nicht, ja, aber die habt ihr wirklich jetzt alles kombiniert, was aktuell möglich ist, plus noch Biophoton, plus negative Ionen und sonstige Sachen. Es gab ja schon davor ein paar Matten, aber das, was ihr jetzt auf die Beine gestellt habt, ist bahnbrechend. Ja, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten großen Thema Darmgesundheit. Darmgesundheit ist richtig, richtig großes Thema, denn das ist ja auch der Hauptteil von unserem Immunsystem. Wenn unser Darm nicht funktioniert, funktioniert unser Immunsystem nicht. Und mit einer Grad Abweichung von der optimalen Körpertemperatur haben wir schon einen Verlust von 50% der Verdauungsenzyme. Das heißt, wir können nicht mal richtig verdauen. Ne? Wir haben mehr Toxine, mehr Gase im Körper. Ne? Und dann, wie soll das alles noch funktionieren? Ne? Exakt. Ja, deswegen empfehle ich jedem auch nach dem Essen einen kleinen Spaziergang, einen sogenannten Verdauungsspaziergang, dass die Peristaltik angeregt wird und dann auf die Matte legen, um eine Meditation oder eine Achtsamkeitsübung zu machen oder einfach nur sich auszuruhen, einen sogenannten Mittagsschlaf oder ein Powernap auf dieser Matte. Ich mache das jeden Tag. Also Leute, die Gesundheit kommt nicht von irgendwann und ihr wisst, Darm ist mein großes Thema. Die Verdauungsenzyme arbeiten besser bei einer bestimmten, sage ich mal, Betriebstemperatur und die Nährstoffe werden besser aufgenommen. Das heißt, ihr habt auch gleichzeitig weniger Appetit danach, besseres Muskelwachstum, bessere Entgiftung und ihr nehmt auch ab an den Stellen, wo ihr es nicht mehr braucht. Sorry. Ja, nee, alles gut, das ist sehr gut. Genau, wir haben auch wieder die ganze Therapieform, die hier ineinander greifen. Tiefwärme kann Krankheitserreger im Darm abtöten, kann auch natürlich die Parasiten sehr belasten und tut uns natürlich sehr gut, wenn die dann von uns absehen und loslassen einfach oder absterben, dann rauskommen. Dann haben wir die Stärkung, Kommunikation, Wachstum, Ausbreitung positiver Darmbakterien. Das haben wir den Biophotonen zu verdanken, weil die ursprüngliche Information wieder vermitteln, wie alles sein soll und die ganzen Stämme wieder so informieren, dass die besser wachsen können und sich so ausbreiten können, wie es sein soll, für all die Dinge, die wir in uns geben, bewusst oder unbewusst, die wir dann besser verdauen können. Dann haben wir eine verbesserte Entgiftung durch die wieder negativen Ionen, weniger Toxine im Darm. Richtig. Ja, haben nicht mehr so viel Mist in uns. Und dann haben wir das Magnetfeld, was die Muskulatur im Verdauungstrakt lockert und die Durchblutung im Darm fördert, die Verdauung natürlich dadurch verbessert und die Entleerung beschleunigt. Das heißt, wir haben auch nicht mehr so viele Toxine so lange im Darm. So ganz viele beschweren sich über Verstopfungen oder Ähnliches. Ne? Und denen kann man auch natürlich dadurch entgegenwirken. Nicht nur dadurch, sondern auch durch ganz viele andere Sachen, die dann mit dazukommen oder was ich auch noch durch Ernährungsumstellung oder so lösen könnte. Aber wir können dadurch schon mal die Darmgesundheit fördern und wieder auf einen guten Stand bringen.
Mega. Super. Danke dir. Und dann hatten wir noch was. Schutz vor Elektrosmog. Sensationell. Erzähl, das ist ja auch ein Riesenthema. Genau, auf jeden Fall. Also da kann man auch wirklich den ganzen Tag drüber reden, nur über Elektrosmog. Yeah. Die infrarote Strahlungswärme, das haben japanische Wissenschaftler herausgefunden, wirken als Gegenmittel gegen die Effekte elektromagnetischer Felder. Das heißt, wir wären nicht mehr so sehr geschädigt durch diese ganzen Überlandleitungen, Mobilfunkgespräche und so. Dann die Biophotonenstrahlung strukturieren die Spins von den Ionen neu. Diese Spins, die willkürlich um die eigene Achse sich drehen, das löst für uns Stress aus. Diese werden durch die Biophotonenstrahlung, durch die Matte, ist auch ein zielgerichtetes monochromatisches Licht. Einerseits durch die Luft, die negativen Ionen wieder neu ordnen und dann auch in unserem Körper wieder diese Informationen weitergeben, werden diese Spins neu strukturiert. Wir sind nicht mehr so gestresst durch den Elektrosmog. Dann werden die elektromagnetischen Felder harmonisiert, auch durch die negativen Ionen, die positiven ausgleichen. Und Reduzierung, schädliche Effekte des Elektrosmogs kommt einfach daher, dass wir das Ganze ja wieder ausgleichen durch die negativen Ionen. Und weil alles so ineinander greift. Ja. Diese Infrarot-Tiefenwärme, Biophotonen, Negativionen und dann schlussendlich noch die Cousine-Magnetfeldtherapie, die eben, wo es auch eine Studie dazu gibt von Jahr 2004, die alle negativen Effekte eines Mobilfunkgesprächs sind innerhalb von 15 Minuten wie weggeblasen gewesen, sind vollständig eliminiert worden durch ein pulsierendes Magnetfeld. Ja, Wahnsinn. Ausgesetzt hat. Ne? Wahnsinn. Sehr, du, es ist unglaublich. Also, ja. Wolltest du noch was sagen? Man ist doch nicht mehr geschützt. Okay. Du hast gesehen, ich bin jetzt auch wieder rausgewandert, weil genau diese Faktoren halt heute uns alle betreffen. Wir sitzen zu 90% in geschlossenen Räumen. Jetzt ist gerade noch die letzten Sommerstrahlen. Das heißt, heute habe ich noch mal blauen Himmel. Ich kann noch mal draußen bei mir auf der Terrasse sitzen. Ich kann mich noch mal erden. Aber wie oft wird das jetzt in den nächsten Tagen oder besser gesagt in den nächsten 6 Monaten oder 8 Monaten noch möglich sein? Das sollte sich jeder realistisch fragen, der noch nicht auf den Zug aufgesprungen ist, sich in den Winter eine Versorgung für zu Hause, einen Ersatz fürs Lagerfeuer, einen Ersatz für die Sonne, ein Ersatz für Gras, ein Ersatz für frische Luft, ein Ersatz für Wasserfall, ein Ersatz für Edelsteine. Woher, Leute, holt ihr das, wenn nicht aus dieser Vitorium-Matte? Deswegen zusammenfassend nochmal bitte diese letzte Folie, weil die begeistert mich am meisten, dass du nochmal sagst, was diese Vitorium-Matte alles vereint, was wir für Kosten sparen und was wir wirklich damit, Leute, für positive Effekte durch eine ganz einfache Investition haben können. Weil das hier, Leute, ist für mich ein Game-Changer. Weil früher waren dieses Thema BEMA oder auch die Seragym, die ich vorhin hatte, groß, teuer und nicht so praktikabel und haben nicht alles vereint. Das hier hat wirklich für jeden alles dabei, was er braucht. Kosten aller Therapien zwischen 6.000 und 12.000 Euro. Und ich bin eher bei 10.000 bis 12.000 Euro, weil ich ja immer nicht die billigen Varianten gewählt habe, sondern schon das, was auch was gebracht hat. Und nicht die billigen Amazon-Varianten. Und dann komme ich auf 10.000 bis 10.000 Euro. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt das mit mehreren Geräten, ihr bräuchtet 1.000 Sachen, ihr hättet eine Praxis oder ihr müsstet irgendwo hinfahren. Und hier habt ihr alles zu Hause mit einer Matte, die ihr zusammenklappt, die ihr ins Bett legt, die Kinder nutzen, die Tiere nutzen. Ich hole mir jetzt eine Vitori-Matte und werde auch versuchen, meiner Familie noch eine zu holen und werde das alles in Vitori investieren, weil solche Unternehmen wie Vitori muss man meines Erachtens auch unterstützen, die eine grandiose Arbeit geleistet habt, die wirklich hier bahnbrechend in Deutschland eine Therapiemöglichkeit zur Verfügung stellt, die so kostengünstig ist. Die vier, super. Ja, fair, vier Therapieformen in einem Gerät, also nichts mehr einzeln kaufen, kein zusätzlicher Zeitaufwand, keine zusätzlichen Stromkosten, kein zusätzlicher Platzbedarf für die ganzen Geräte, alles in einem Gerät plus die Schumann-Frequenz und die Heilsteine on top, dadurch auch der Name Kristallmatte, man sieht sie hier schön, die Heilsteine, dann ist ein FDA-zertifiziertes Medizinprodukt, ganz einfache Anwendung zu Hause, intuitive Bedienung, also es gibt wirklich nur ein paar Knöpfe und da kann man nichts kaputt machen. Sofortiger Effekt binnen 15 Minuten ist zu spüren. Lieferungen ganz schnell aus Deutschland, 2 Jahre Garantie, 14-tägiges Widerrufsrecht. Das heißt, jeder kann die auf jeden Fall einmal testen und
bei nicht gefallen zurückschicken. Aber natürlich auch wieder mit der Warnung, ja, wenn ihr sie bestellt, dann 99% der Menschen behalten sie lieber, anstatt zurückzuschicken. Deswegen freut euch drauf, legt euch drauf, entspannt, lasst es einfach machen. Es passiert ganz passiv, ihr braucht keine extra Zeit dafür. Wir haben einen Kundenservice, der sich sehr gern mit euch über eure Probleme unterhält und euch berät. Telegram-Gruppe, wo ihr auch noch Fragen stellen könnt bezüglich eures, ja, eure Gesundheit oder für die verschiedenen Frequenzen über die Programme, die die Matte enthält. Finanzieren kann man die Matte auch bis 24 Monate über PayPal oder Klarna. Und die Stromkosten halten sich wirklich auch in Grenzen mit 5 Euro im Monat, wenn man die täglich 2 Stunden nutzt. Also das ist wirklich fast gar nichts. Das fällt einfach hinten runter. Ja, absolut. Es ist für mich der günstigste, vielleicht werde ich auch so Titel, der günstigste Weg, um Heizkosten zu sparen. Oder besser gesagt, noch besser, der gesündeste Weg, um Heizkosten zu sparen. Sowohl als auch statt entweder oder. Die dunkle Mächte nutzen ja auch HAB, 5G, schlechte Ernährung, vergiftetes Wasser. Ja, ich stelle es jetzt einfach mal so hin. Die nutzen das. Die wollen, ich sage nicht, dass da jetzt sie alle umbringen wollen, aber sie nutzen das. Und deswegen nutzen wir auch die Tobi-Matte. Wir nutzen gesunde Ernährung. Wir machen Sport. Wir kombinieren alles gleichzeitig und sagen nicht, ey, nee, mir reichen nur Biophoton oder Infrarotwärme. Ich nehme alles, was ich in die Finger kriegen kann. Und dann kann ich erst gegen diesen massiven Angriff, der einfach gerade stattfindet, angehen. Und ihr habt mir da ein neues Keyword-Werkzeug gegeben, einen neuen Schlüssel, der so grandios ist, dass er viele meiner Therapien wieder vereinfacht, einiges auch jetzt wieder ausklammern lässt und mich auf einige Sachen mehr konzentrieren lässt, wie zum Beispiel Vitori-Matte. Ich danke dir von ganzem Herzen, mein Lieber, für eure klasse Arbeit. Wirklich brillant recherchiert. Du machst mir auch einen sehr, sehr gesunden Eindruck. Das heißt, du lebst das Ganze auch. Man spürt auch in dir die Vitalität. Man sieht, du bist gut drauf, du bist ausgeglichen und du hast trotzdem extrem viel zu tun, weil ihr habt sehr, sehr hohe Nachfrage. Also was ich schon gehört habe, was da bei euch abgeht, es ist ja kaum zu fassen, gell? Es ist ja fast ein Selbstläufer. Die verkaufen sich fast von selbst, die Dinger, gell? Sozusagen. Wir haben natürlich sehr viel Hilfe auch von allen Partnern, die uns tagtäglich weiterempfehlen. Wir mussten uns jetzt, unser Lager mussten wir verdreifachen, ganz viele neue Mitarbeiter einstellen. Also es wächst wirklich richtig, richtig schön und das hätten wir uns am Anfang so nicht vorgestellt. Wow. Wow, wow. Super. Also ganz großes Lob, mein Lieber. Auch danke für deine Zeit. Wir waren jetzt insgesamt 4 Sendungen. Für alle, die jetzt nur die letzte Sendung eingeschaltet haben, Leute, schaut euch unbedingt die letzten 3 Sendungen davor nochmal an. Recherchiert weiter zu Vitorico. Hier drunter ist ein Link, da kriegt ihr 5%, da könnt ihr bestellen, da kriege ich auch noch was mit. Und dann danke ich euch von ganzem Herzen und dir auch, Sebastian, für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn ich noch mehr Erfahrungsberichte zu Vitori habe und wir vielleicht noch über den Gürtel was reden können. Den gibt es nämlich auch, den ich auch jetzt bestellen werde und testen werde. Und viele neue Sachen. Super, super, super. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ja. Danke dir. Alles Liebe an die Zuschauer. Alle Infos findet ihr in der Infobox. Und wir sehen uns in der nächsten Sendung. Alles Liebe. Schöne Winterzeit, Leute. Wenn die Sonne sich verabschiedet, holt die Sonne euch in die Wohnung plus die ganzen anderen Effekte und genießt es einfach so, wie es kommt. Dankeschön. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.